Die Inka sind noch am Leben? Dieser Ort, gibt es ihn wirklich? Nicht schießen. Mein Name ist Amelia Black. Ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid der Nachkomme des Ritters, der vor langer Zeit mein Volk rettete. Diese Schlacht wurde schon seit langem vorbereitet. Welche Schlacht? Seht, der Zirkel sucht nach dem Wasser. Das Wasser spielt keine Rolle. Meine Leute sind wichtiger. Helft uns, die letzte Stadt der Inka zu verteidigen, Amelia Black. Wir müssen alles daran setzen, die Verteidigung dieser Inka-Stadt zu stärken. Niemand kann in diesem Hochgebirge eine Geschützgießerei bauen. Aber die Inka kennen einen Weg, Kanonen von der Küste hierher zu schleppen. Okay, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei der vorletzten Mission von Age of Empire 3. Zumindest glaube ich, dass es die vorletzte Mission ist, weil es waren bis jetzt immer 8 Missionen und also 8 Missionen pro Akt und wir sind jetzt bei der 7. in Akt 3. Deswegen denke ich mal, dass wir... Moment. Das sind Siedler. Dann müssen wir die da mal rausholen. Nein! Ach, das mag ich nicht am Auto selecten. So, wir haben mit euch jetzt hier... Ich brauche mal einen Überblick. Wo konnte ich Pause machen? Ging es über P? Nee, es ging nicht über P. Wo konnte man Pause machen? Na egal, ich drücke einfach mal auf Ziele. So, jetzt ist ja Pause. Dann können wir uns erstmal die Ziele anschauen und dann muss ich mir ein bisschen hier so über die Seite die Map angucken. Also bringen Sie acht Artillerieeinheiten zu dem mit Bannern gekennzeichneten Bereich, bevor die drei Inka-Tempel zerstört werden. Nebenbei gibt es ein sekundäres Ziel. Ich glaube, das wird nicht alles sein. Außenpostenverteidigungsanlage. Das hier ist bestimmt der Zirkel. Kosaken. Das sind Russen. Okay. Alles klar. Wir haben keinen Punkt zur Verfügung. Oh, das läuft weiter, während wir... Okay. Das ist ein Inka-Tempel. Hier können wir Inkas holen. Mit einem flexiblen Speer bewaffnete Inka-Einheit stark gegen Kavallerie. Die Bolas sind, glaube ich, sehr nice. Und wo kann ich hier... Ich kann doch eine Geschützgießerei... Ne, ich kann keine Geschützgießerei bauen. 8 Artillerieeinheiten sollen wir da hochschaffen. Ich könnte jetzt theoretisch eine schon mal schicken, aber... Das will ich noch nicht. Wie sollen wir denn 8 Artillerieeinheiten da hochschicken? Wenn wir keine bauen können. Hilfe? Habe ich irgendwas verpasst? Wie können wir... Das sind Freunde, ne? Ja, das sind Freunde. Was haben wir hier oben? Ach, das ist der Zirkel. Die Russen sind der Zirkel. Und was sind die dann? Was sind die Roten dann? Also die beschäftigen die da oben auf jeden Fall schon mal. Und die laufen hier runter. Hier sollen wir irgendwie Geschütze ausbilden.
Sie können keine Geschützgießerei bauen. Sie können Geschütze aus der Heimatstadt entsenden oder sie über Straßen in die Inka-Stadt eskortieren. Dann senden sie eine Militäreskorte, damit sie die Stadt erreichen. Okay. Ich nehme mal an, die kommen von hier. Ach, die kommen von hier hinten. Okay. Gut, dann ist die Frage, was schicken wir denen als Eskorte? Reichen 17 Musketiere, ich hoffe. Eine schwere Kanone. Kommen wir da... Ich werde den Außenposten hier auf jeden Fall einmal mitnehmen. Unsere Kanonen sind unterwegs. Ihr müsst aushalten, bis sie hier sind. Aber hier kann nicht viel passieren doch. Ah nee, doch, da kann was passieren. Die können von hier nämlich gesnackt werden. Alles klar. Na los, 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 los. Ihr müsst hierher. Was ist denn mit euch allen? Unsere ersten Kanonen haben die Inka-Stadt erreicht. Wir müssen sie beschützen, während wir vorrücken. Okay, ich hab's geschnallt. Wie es so ungefähr läuft. Könnt ihr die nicht irgendwie... Doch, ihr könnt die Lamas schlachten, gut. Eigentlich könnt ihr immer hier aufs Türchen einkloppen, oder? Obwohl, geht mal lieber hierher. Was? Die haben den Handelsposten kaputt gemacht? Das ist aber frech. Den brauchen wir doch. Ja, dann nehmt den halt noch mit. So. Was machen wir mit euch? Hier unten ist noch so ein Weg. Ihr könnt mal hier Gold mitsammeln gehen und... So. Und ich glaube, wir brauchen Amelia drüben, damit sie eben hier... Eigentlich können wir die Kanonen hier unten einsetzen zur Verteidigung, ja? Und euch schicken wir hier oben einfach mal rein. Oder hier zumindest zur Verteidigung hin. So, ihr geht mal in Feuermodus. In Feuermodus, so. Und alles, was da hinkommt, das wird jetzt weggeballert. So. Was machst du denn da? Du sollst hier das Ding bauen. Das hat jetzt Priorität, sonst kriegen die nämlich keine Kanonen. Eine weitere Welle gegnerischer Soldaten ist im Anmarsch. So, den hier können sie sogar theoretisch zerstören, weil ich möchte die Kanonen hier hinterm Wall haben. Solange sie den Tempel hier nicht kriegen und den Tempel hier oben nicht kriegen, ist alles gut. So, und da haben sie auch schon Reichweite.
Gut, dann schicken wir nochmal hier ein paar Einheiten. Hier oben halten wir ein bisschen. Oh, Mörser. Gut. Und dann werde ich euch jetzt mal hier rüber bewegen. Eure Aufgabe ist, das Ding zu erreichen. Oh, wow. Das haut richtig rein. Ich wusste gar nicht, dass das Flächenangriff hat. Aber gut zu wissen. Ah, das ist böse, das Ding. Wo ich aber auch drauf Lust habe, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. So. Ist hier jetzt einfach mal stehen zu bleiben. Und mit dem Mörser, ne Moment, einfach mit dem Mörser das Tor zu fetzen. So, ihr seid fertig. Was können wir denn mit euch noch machen? Wir bauen jetzt hier mal eine Plantage, würde ich sagen. Bis auf zwei von euch. Ihr zwei und ihr hier, ihr könnt mal eine Mühle bauen. Und ihr acht kommt da mal dazu. Ihr könnt oben unterstützen. Und dann schicken wir... schicken wir hier nochmal ein bisschen mehr Militär. So, wie sieht's hier aus? Das Tor ist bald kaputt. Wie oft kriegen wir hier eigentlich was? So, schnellere Infanterieeinheiten ist immer gut. So, das war das Tor. Hast du Reichweite auf den Stall? Nee, dann müsst ihr schon weiterlaufen. So viel dazu. Und wo bleibt denn hier die nächste Kanone? Ich glaube, wir hätten mit Mörser hier das Ding zerstören sollen, aber wir waren auf ziemlich breiter Fläche, das wollte ich nicht riskieren. Haben die irgendwas kaputt gemacht und deswegen kriegen wir keine Kanonen mehr? Oh. Oder wartet die nächste Kanone einfach woanders? Ah, nee. Jetzt kriegen wir eine. Okay, dann kommen wir mit. Schützt die näher kommenden Kanonen vor gegnerischen Patrouillen. Ja, ja, mach ich doch. Den Mörser können wir jetzt hier oben einsetzen, oder? Geh mal da hoch. Kannst schon mal da aufs Tor hämmern. So. Ihr lauft bis hier hin. Zuerst da drauf. Das ist viel wichtiger. So, zusammenziehen. Wie nah musst du? Okay, das reicht. Dann noch ein bisschen.
Commandement. Yes, Commandement. So, pass mal auf, du darfst mal gleich mitarbeiten. Cool, die Inka-Krieger begleiten uns da quasi. So, und ihr dürft da oben weiter unterstützen, ihr drei auch. Hatten wir nicht irgendwo hier ausgebildet? Genau, hier, 5 Elite-Schleuderkrieger. So. So. Obwohl, das brauchst du eigentlich nicht beschießen. Mach mal lieber hier den Stall kaputt. Das ist besser. Ist die Kanone durchgekommen? Scheinbar, dann darfst du mal da runter und in Feuermodus. Das war der Stall. Gut. Wichtig. Das mögen die anscheinend nicht, dass wir die ärgern. Kann ich jetzt aber nicht ändern, müssen wir machen. Tut uns leid. Ich mag es nämlich, euch da zu ärgern. Wann gibt es eigentlich das nächste Geschütz? Moment, können wir zurück. So, jetzt könnt ihr euch um die da kümmern. Ah, die nächste Kanone. Oh, eine schwere sogar. So, deine Aufgabe ist es erstmal bis dahin zu kommen. Wenn du unterwegs angegriffen wirst, haben wir hier einen Eingreiftrupp. Das ist die Idee. Und der Mörser kann... Was kann der Mörser jetzt inzwischen mal machen? Reicht es? Wie weit muss denn der dann da laufen? Ja, mach mal erstmal das Blockhaus weg. So. So, die Kanone ist ganz gut durchgekommen eigentlich. Da habe ich nicht drauf geachtet. I'm so sorry. Geht mal hin. Haut mal da rein. Hätte ich regeln können mit dem Spezialangriff. Ah, ich zerlege hier die Blockhäuser, das freut mich irgendwie. Kann er auch auf... Nee, kann er nicht.
Schade. Huch, wo willst du denn hin? Guck mal lieber, ob du hier den Marktplatz kriegst. So, und du kannst mal da reinlaufen, damit die sehen, okay, ist angekommen. Lebenspunkte von Husaren und Dragonern. Ja, ich habe eigentlich gar keine Kavallerie. Mal wieder. Eigentlich kann ich das Ding hier stürmen. Die haben nichts entgegenzusetzen. So, du machst mal hier das Dorfzentrum weg. Sie haben einen der heiligen Inka-Tempel zerstört. Echt? Solange es bei einem bleibt. So, weil hier unten kommen die, oder dürften sie zumindest nicht einfach so durchkommen. Eine Gruppe tapferer Krieger ist von der Patrouille zurück. Schickt sie dorthin, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Aztekische Adlerkrieger. Oh, die sind sehr gut. Wir brauchen euch hier oben. Jawohl, so am dringendsten gebraucht. Stimmt ja eigentlich nicht, weil wir haben überhaupt keinen Stress. Normal ist wahrscheinlich viel zu einfach. Oh, die sind aufgestiegen. Bringt euch gleich aber auch nichts mehr. So. Jetzt rushen wir nämlich durch. So, die Dorfbewohner haben da auch nicht viel keine großen Chancen. So, das war das. Huch! Von wo kommen die denn? Oh, wir haben 2 Punkte, habe ich gar nicht gemerkt. Ja, dann schick mal vielleicht Heiler. Wie viele Kanonen haben wir inzwischen? Setz mal einen da aufs Blockhaus. Zip. So, allzu viel ist hier nicht mehr übrig von ihrem einst so stolzen Dorf des Zirkels. Nee. Ich lasse mich hier nicht von irgendwelchen Türmen machen.
Das erledigt alles der Mörser. Wie sieht's hier unten aus? Hier unten gibt's auch gar keinen Angriff, gell? Hab ich so das Gefühl. Oder unsere Kanonen erledigen das immer ratzfatz. So, dann bitte hier mal. Ach komm, wir rushen jetzt einfach durch. Fertig. Allzu viel ist da ja nicht mehr übrig vom Zirkel. Obwohl, hier unten haben sie sich noch ordentlich eingebunkert. Was da noch auf uns wartet, das weiß man nicht. So, den letzten Außenposten bitte. Die kriegen wir inzwischen ohne Probleme durch. Huch, von wo kamen die denn? Nein, den Mörser lässt du in Ruhe. So. Kommen die von hier oben irgendwie raus? Einfach so? Ohne großen Grund? Und warum nimmt er hier die Abkürzung? So, ist das hier erledigt? Klasse. Gut. Dann zurück mit euch hierher. Obwohl eigentlich, ihr müsst ja jetzt hier Stellung beziehen, weil die hier immer oben durchlaufen. Wie viele Kanonen haben wir denn? Wir haben den Mörser, wir haben hier zwei, das sind schon mal drei, plus fünf, das wären genau acht. Zerstören Sie das russische Dorfzentrum, das war das, das sekundäre Ziel, das haben wir gemacht. Gut. Dann kommt man hier alle zusammen. Und du darfst hier mal ein irgendwas bauen. Okay, das kannst du hier nicht bauen, dann darfst du das hier bauen. Du darfst dich da mal heilen. Du auch. Was machen wir mit euch? So, der Wundarzt darf noch weg. Dann haben wir hier noch sechs Siedler. Was fehlt am meisten? Holz. Dann dürft ihr da hinten mal Holz hacken gehen. Und ihr dürft auch mal hier zurückkommen. Weil ich glaube, wir werden gleich einen Angriff hier unten drauf machen dürfen. Und hier ist ordentlich was dran. Amelia würde ich eigentlich auch gern mitnehmen, aber ich will auch nicht riskieren, dass das dann hier kaputt geht. Oder ist das egal? So, du darfst mal hier eben heilen. So. So, schön. Die patrouillieren hier unten, okay.
Aber wenn, dann gibt's eh einen Frontalangriff. Genau. Das habe ich gemeint. Okay, zurück. Bevor wir irgendwas machen, gibt's da unten jetzt erstmal Kloppe. So, die machen das hier ziemlich alles alleine. Hier hinten gab es nochmal einen Mörser, wow. Mörser sind auch gut. Dann kommt mal jetzt rüber. Ich glaube, wir sind stark genug. So, nochmal zurück. Könnt ihr inzwischen wieder heilen? Ja, könnt ihr. Dann kommt mal her und heilt mal. Okay, der kommt nicht durch. Ach, haltet doch alle die Schnauzen. So, da haben sich halt ein paar Leute zusammengetan. Ich würde sagen, alle da jetzt rein. Gut, der Mörser ist leider nicht durchgekommen. Ausgezeichnet, Männer. So. Zerstören Sie das vor der Knochengarde. Genau das habe ich erwartet. Genau das habe ich erwartet. Oha, der Part geht schon vor lange, gell? Schon über eine halbe Stunde. Was macht eigentlich unser Mörser da vorne? So, dann geht's jetzt mal weiter. Worum laufen wir denn? Ich glaube, wir laufen hier frontal einfach mal drauf. So viele Truppen haben sie jetzt hier nicht, wenn ich das richtig sehe. Aber die haben hier halt Türmchen. Und die Türmchen hätte ich gerne von unserem Mörser erledigt. Kannst du bitte zurücklaufen? Ich brauche mal noch. Ja, zurück, zurück, zurück. Okay. Schützt die näher kommenden Kanonen vor gegnerischen Patrouillen. Ach, wir kriegen trotzdem weiterhin welche. Okay. So, Moment mal. Ich hätte gerne, dass ihr jetzt hier alle taktisch defensiv bleibt.
Ihr bleibt hier alle bitte in Feuerposition. Rückt mal ein bisschen vor. Ja, die Kanone wird da sowieso nicht überleben. Und das Dings da jetzt auch nicht. Und die Haubitze soll jetzt bitte ihren Job tun. Ach, die haben auch genügend Reichweite dafür. Auch gut. Gut, damit kann ich leben. So, dann macht jetzt bitte mal das erste Türchen kaputt, damit wir da besser rein können. Da oben. Den Mörser brauchen wir nämlich noch. Und wo haben wir Amelia? Wollen wir Kajenke? So. Stopp, hier geblieben. Wo haben wir eigentlich unsere Heiler? Hier haben wir einen Heiler. Dann kannst du doch mal hier bestimmt... Tja, so ist das Leben, wenn die von der Arbeit zurückkommen, ne? Du kannst hier mal einsammeln gehen. So. Dann macht man das zweite Türchen kaputt. Aua. Wo ist der Mörser? Da ist der Mörser. Du machst mal bitte weiterhin. Oh, da hat es ein paar Kanonen zerlegt, das war keine gute Idee. Bitte einmal heilen. Okay. Die Haubitze kriegt als Ziel das Fort. Und der Rest bleibt hier einfach zur Absicherung. Genau. Genauso stelle ich mir das vor. Wo haben wir Amelia? Du darfst hier einmal schön reinpfeffern. Kajenke, du darfst hier hinten einmal reinpfeffern. Haubitze, du darfst. Ja. So. Also mit Mörsern ist das echt viel einfacher. Und ich schicke jetzt einfach nur noch Sachen. Okay, kommt hier vor, alles drauf. Die Stadt ist gerettet. Ja, schön. Gut.
Und irgendwie fehlt mir die Musik. Eure Männer kämpfen gut. Es ist noch nicht vorüber. Beaumont ist mit mehreren Fässern des Wassers entkommen. Wir müssen ihn aufhalten. Der Zirkel hat den Pass im Osten blockiert. Ihr könnt ihm nicht folgen. Jetzt, da sie das Wasser haben, werden sie sich im Ossuarium treffen. Das ist ihre Festung. Na, Havanna. Dann werden wir ihm dorthin folgen. Du glaubst also an die Legende des Brunnenwassers? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Aber was soll werden, wenn Beaumont ewig lebt? Auf jeden Fall nichts Gutes für uns. So viel steht schon mal fest. Ich kann mal gucken, ob wir eine neue Karte haben. Ja, haben wir. So, Holz, fertig. Ich wollte es ja eigentlich offline machen, aber egal. Gut, das war die vorletzte Folge, wenn meine Rechnung stimmt. Und ja, die hat jetzt auch schon lang genug gedauert. Ich glaube, wir sind so bei 40 Minuten oder länger. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.